Moin Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Leben. Oh, als Fuchs, habt ihr es gerade gesehen? Der war gerade ein bisschen müde scheinbar. Leute, wir spielen den Fuchs-Simulator. Dazu befinden wir uns gerade hier scheinbar in irgendeinem Wald und müssen Hasen und Ratten jagen. Denn wir sind noch ein ganz, ganz junger Fuchs. Wir sind auch scheinbar noch Level 0. Aber gut, da vorne sehe ich schon einen Hasen. Oben links sieht man, wir haben auf jeden Fall eine Anzeige in Sachen Hunger und Durst. Da ist der Hase. Er hat mich entdeckt. Jetzt müssen wir ran. Zack. Jawohl, ich habe ihn. Jetzt müssen wir ihn zurück zum Bau bringen. So, jetzt kann ich den hier... Jawohl, Erfahrungspunkte in meinem Bau ablegen. Edgar? Hallo Edgar, warum stehst du so im Schatten? Oh, oh. Oh, was ist das? Kann ich das essen? Ah ja, warte, mit E? Ich weiß nicht, was das gebracht hat. Da vorne ist noch ein Hase. Aber ich habe noch gar keine Ratte oder so gesehen. Oder eine Maus ist es wahrscheinlich eher. Oh, da, der Hase, Angriff! Hab ihn. Okay, Hasen scheinen nicht die größte Herausforderung zu sein. So, jetzt packe ich den nochmal hier rein. Sehr gut. Hallo Mr. Hase. Hab dich. Oh, hier vorne ist aber noch eine komplett andere Ebene. Dich packe ich auch wieder weg. Was ist das denn für ein komischer Vogel? Ist das nicht ein Dodo? Sind die nicht ausgestorben? So, komm her, du Hase. Was ist das eigentlich für ein Sound, Alter? Wenn der Hase drauf geht. Hört nochmal ganz genau hin, Alter. Das hört sich irgendwie komisch an. Hase, jetzt lauf nicht in die andere Ebene. Ich weiß nicht, was da vorne alles ist. Hase! Er läuft einfach. Jo, als ob da direkt Kamele und ein Skorpion sind. Junge, beim Fuchs-Simulator. So, warte, jetzt hole ich mir aber erstmal den Hasen. Oh, er ist in der Falle. Den schnapp ich mir. Und dieser Sound. Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt ist plötzlich Nacht. Okay. Kann ich denn irgendwie sowas wie schlafen? Wahrscheinlich in meinem Fuchsbau, ne? Warte mal. Das habe ich jetzt abgegeben. Ja, aber ich will jetzt auch nochmal schlafen. Ich habe jetzt 25 Erfahrungspunkte. Ach, guck mal, wenn wir 20 Hasen haben, dann passiert auch irgendwas. Ja, aber das mit den Ratten, Alter. Und an den Dingern kann ich jetzt irgendwie einen Lütten trinken. Ja, sehr gut. Ein Bär. Jo, ich weiß nicht, ob das jetzt so geil ist. Greift der direkt an? Hallo, ich bin Fuchs. Alles klar, alles klar. Okay, lass mich bitte einfach in Ruhe. Yo, ich kann gleich nicht mehr sprinten. Der Bär ist schneller als ich. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, Gott sei Dank. Er ist im Baum festgeglitscht. Okay. Bären sind also keine gute Option. Sollte man prinzipiell aus dem Weg gehen. Ja, was ist das denn hier? Ehepartner plus toter Hase gleich Ehepartner. Ja, oder nochmal Paarung. Ja, klasse. Ja, aber ich brauche ja erstmal jemanden. Ich bin ja noch keine 4 Jahre alt. Oh, neuer Tag beginnt. Ja, das ist schon mal praktisch. Bin ich denn dadurch jetzt ein Jahr älter? Sehe ich hier irgendwie? Nee. Not toll. Ich habe das Gefühl, ich habe mittlerweile fast die komplette Hasenpopulation in diesem Wald in meine Basis gepackt. In meinen Fuchsbau. So, 4 Stück fehlen jetzt noch. Dann habe ich zumindest hier 16 von 20. Keine Ahnung, was dann passiert. Ach stimmt, in 4 Dingern haben wir auch unser erstes Level erreicht. Let's go. Nein, nicht der Bär. Oh, goddammit, Alter. Junge, du gehst mir mega auf den Sack. Ich brauche jetzt noch 2 Hasen. Dann habe ich's. Ja, frisst das Schwein, Alter. Was willst du denn mit so einem armen kleinen Fuchs? Dieser Sound. Und das ist der letzte. Jawohl. So, was habe ich denn jetzt bekommen? Ah, das kann ich selber skillen. Ja, okay. Die Frage ist, was mache ich denn jetzt? Mehr HP? Ich weiß nicht mal, ob die HP sonderlich wichtig ist. Aber mehr Schaden macht schon mehr Sinn. Ja, komm, Alter. 2 Sterne-Attacke. So, von der Abwandlung müsste Hase, Ratte, da die Skorpione. Obwohl, so ein Vogel, Alter. Ich bin doch ein freaking Fuchs. Jo, ich möchte doch, müsste so ein Vogel einfach zerschreddern. Oh, jetzt ist erstmal Tag. Das ist schon mal gut. Ich werde jetzt nämlich hier einmal einen von euch. So, einmal kurz essen. So, kleiner Snack. Yum, yum, yum. Hier. So, jetzt gehen wir mal aufschauen. Wir können nicht den ganzen Tag nur so komische Kaninchen wegfressen, sondern wir müssen auch uns was anderes gönnen. So, erstmal so ein Rote Beete. Warte, ist der. Aber der Skorpion ist leichter angeblich als dieser Vogel. Obwohl, hier vorne ist der. Ich weiß es nicht, ob ich den platt mache. Ich gehe erstmal von hinten ran. Ja, scheiß drauf. Und Attacke! Alter, wie viel HP hat der denn? Oh, das war eine ganz dumme Idee. Der hat ja viel mehr HP als wir. Und der ist vor allen Dingen verdammt schnell. Der wird mich fertig machen. Egal. 1 gegen 1, Junge. Ja, er wird mich zerstören. Weil ich habe auch gar keine richtige Hitbox bei dem. Okay, wir müssen irgendwie weglaufen. Vielleicht kann er uns in die Prärie nicht folgen. So, mach, dass du wegkommst. Junge, verpiss dich. Du kannst mir doch jetzt nicht unendlich nachfliegen. Ich wollte dich nicht fressen. Das war ein Versehen. Du mieses Stück. Das war ein guter Crit. Komm, komm. Einer noch.
Ja, ich hab ihn. Oh, war das knapp. Hier sind Ratten. Oh, den muss ich unbedingt mal essen. Sind die aggressiv? Aber die werden echt die nächsten Gegner. HP regeneriert jetzt auch ein bisschen. Ich greife jetzt so eine blöde Ratte an, Alter. Oh, jetzt habe ich die wieder. Jetzt habe ich die wieder fallen lassen, die blöde Ratte. So, komm mal her hier. So, und jetzt einmal wegsnacken. Da, hier ist auch so eine Schildkröte. Yo, was bist du denn? Warum will denn der mich direkt angreifen? Da, da ist so eine kleine komische Schildkröte. Oder was auch immer das ist. Ein Opossum? Den müsste ich doch fertig machen können. So, zack. Ja, der kassiert, Junge, der kassiert. Der muss mir jetzt ordentlich Erfahrungspunkte bringen. Zack. Ah, krass. Für den Kill bekomme ich schon 5. Das ist an sich ganz geil, weil ich habe keinen Bock, immer nach Hause zu laufen. Aber es wäre natürlich wesentlich geiler, so einen Skorpion fertig zu machen. Aber das wäre, glaube ich, zu hart. Also eine Ratte ist auch nur Beutetier. Die bringt echt gar nichts. Hier, bist wieder frei. Von denen müsste es viel mehr geben. Dann könnte ich richtig schnell leveln, glaube ich. Weil ich stelle mich jetzt einfach nur vor den, snack den komplett weg. Kann dann auch direkt wieder ein bisschen fressen. Ah, ich kann gar nicht. Oh, warte mal. Steckt der eine da fest? Die stecken da beide fest. Oh, das wäre natürlich... Nee, er steckt nicht fest. Ah, scheiße. So, da vorne ist wieder so ein Armadillo. Oder was ist denn? Soll das eine Schildkröte sein? Oh, aber was macht denn hier eine Schildkröte? Ah, jetzt nochmal der oder was? Warte, der backt aber wieder. 1 gegen 1. 1 gegen 1. Komm, den mache ich. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Let's go. 10 Erfahrungspunkte. Wären zwar beinahe draufgegangen. Wenn wir noch einmal in Attack skillen könnten. Jo, und dann würden wir die, glaube ich, immer richtig schnell wegmachen. So, wieder 1 gegen 1 gegen die blöde Krabbe. Oh, das sieht echt gut aus. Wenn wir volle HP haben und perfekt denen gegenüberstehen, dann kriegen wir da schon was weg. So, der will jetzt gleich wieder Stress. Oh, diesmal hat er besser gehittet. Oh, nein, 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 nein. Nicht draufgehen, nicht draufgehen, Junge, nicht draufgehen. Jawohl, nice one. 4 von den Viechern. Und dann haben wir direkt wieder Level up. Hallo? Oh, nein, wir haben nicht richtig getroffen. Der wird uns töten. Es sei denn doch, jetzt kommen wir gut ran. Nochmal, 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 nochmal. Ja! Das war knapp. Toll, jetzt wird es aber auch dunkel. Okay, ich habe den nächsten. Wir bräuchten jetzt eigentlich nur noch, glaube ich... Oh, nein, der ist gerade direkt vor uns gespawnt, als ob. Ein von den komischen Hässlichen. Hier von den Schildkröten. Nee, nee. Ich will jetzt eigentlich auf Nummer sicher gehen. Ja, da oben. Nice, Alter, dann können wir auf Attack gehen. Und... Au, oh, hat das gerade in meinem Ohr wehgetan. Alter, das war ja viel zu laut. So, und das haue ich jetzt direkt wieder in Attack. Und dann müsste ich doch jetzt eigentlich die sowas von wegfetzen. Komm mal her hier. Ja, genau, und dann sind direkt 2 da. Ihr wollt mich doch... Als ob... Junge, die KI bekämpft sich jetzt gegenseitig. Ja, perfekt, das staube ich gleich ab. Ob ich für den einen trotzdem Erfahrungspunkte bekomme? Nee. Aber dich kann ich abstauben. Zack. Schön die 10er. So, jetzt will ich mal gucken, wie viel der Attack Damage ausmacht. So, Brudi. 1 gegen 1. Ja, wir machen ihn schon schneller. Ja, doch, wir machen ihn schneller platt. Das war jetzt überhaupt keine Herausforderung mehr. Ah, oben links sehe ich auch mein Alter. Ich bin immer noch 1? Ist es ein Ehepartner da vorne? Nee, ein Skorpion. die Sonne ist wieder aufgegangen. Ich will jetzt nochmal gucken, was passiert. Wenn mich der jetzt hoffentlich nicht wegmacht. Weil ich habe gleich die 15 Skorpione fertig. Dafür hätte ich eigentlich ganz gerne auch noch mal ein bisschen was. Skorpion, kein Grund jetzt hier ins Wasser zu springen. Komm her. Schön, das Kamel sieht man gar nicht mehr. Oh Mann, Alter. So, letztes 1 gegen 1 hier. Ich hätte ganz gerne noch einen Punkt. Habe ich dafür jetzt nichts bekommen? Als ob, ich habe hier 15. 15 von 15. Das ist einfach nur so eine Art Achievement. Ich frage mich... ob ich auch ein Schwein schaffen würde. Ich meine, Schwein ist ja so ein bisschen hinter dem Skorpion. Hallo Edgar. Schmetgar. Der hat ganz gut kassiert. Und die sind langsam. Ich glaube, die können nicht ganz gut. Okay, er kann sich einfach instant umdrehen. Okay, dann halt 1 gegen 1. Alter, wir machen viel Schaden an dem. Oha! Als ob. Wir haben einfach so ein Schwein geschafft. Junge, was wir für eine absolute Fuchskampfmaschine sind. Was ist das da hinten? Ist das ein Fuchs? Oh Mann, warum bin ich denn noch 1 Jahr alt? Ja, hier. Als ob das sind andere Füchse. Hallo, ich bin bereit für Paarung. Oh Gott, ich habe sie angegriffen. Ach, das war nicht mit Absicht. Wirklich nicht. Ich bin halt ein bisschen dumm. Peace. Yo, okay, greif mich halt komplett an. Ja, mache ich dich halt fertig, weil ich eine absolute Fuchskampfmaschine bin. Wer ist jetzt der King hier im Ring? Boom. Nicht mal Erfahrungspunkte für bekommen. Und ich kann dich nicht mal fressen? Was für eine Verschwendung. So, welcher Bär will jetzt hier auf den Kopf? Denn die Tyrannei der Bären ist vorüber.
Junge, wenn man einen sucht, ist keiner da. Ja, weil die wissen, dass sie auf den Kopf bekommen würden. Will das Spiel mich verarschen? Ist ja nichts mehr außer so ein paar Hasen. Jetzt sag mir nicht, oh ja, weil die in der Dämmerung erst rauskommen. Ja, das ist wieder so ein Dreckspapagei, Alter. So, jetzt klatscht es bei dir, ne? Ja, jetzt hast du nicht mehr so ein großes Maul. Komm her hier. Bam, Junge. 15 Erfahrungspunkte, danke. Dafür fresse ich dich. Okay, ich bin jetzt scheinbar irgendwo in den Bergen. Hui, das große Fuchsmeer. Da, da ist ein Rentier. Komm her, Rudolf. Oh ja, den klatsche ich. Einmal drehen. Bam, auch nur 15? Da unten ist der Bär. Da ist auch noch einer. So, Bär gegen Mini-Fuchs. Mist, wir haben nicht volle HP. Aber egal, wir sind Kampfmaschine. Der Bär hat keine Chance. Bam. So, komm, weiter. Ah, scheiße, komm, weiter, weiter, weiter. Jetzt, warum greift mich denn jetzt noch das blöde Rentier an? Was ist das denn für Mist? Achso, die schlagen sich. Ja, warte, ich gehe wieder zurück. Das war irgendwo da oben. Junge, der hat doch kaum HP. Wehe, das Rudolf, das Rentier hat mir meinen Bären geklaut. Sie sind alle weg. Ja, ja, hier müsste es gewesen sein. Nee, da ist der Bär. So, nochmal 1 gegen 1, Brudi. Diesmal habe ich volle HP. Okay, es könnte sein, dass du gewinnst. Ist ja eine Ordnung. Okay, Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Fuchs Simulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt auch mal in die Kommentare und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.